The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan und das dreifache Bündnis. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Das hatte zwei Hörner, wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Obwohl sie vorgeben, dem Lamm Gottes nachzufolgen, werden Menschen mit dem Geist des Drachen erfüllt. Sie behaupten, sanftmütig und demütig zu sein, doch sie sprechen und erlassen Gesetze mit dem Geist Satans und zeigen durch ihr Handeln, dass sie genau das Gegenteil von dem sind, was sie zu sein vorgeben. Diese lammähnliche Macht schließt sich mit den Drachen zusammen, um gegen Menschen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben, Krieg zu führen. Und Satan verbündet sich mit Protestanten und Anhängern des Papstes, handelt mit ihrer Zustimmung als Gott dieser Welt, kommandiert die Menschen herum, als wären sie Untertanen seines Reiches, mit denen er umspringen und die er beherrschen könnte, wie es ihm passt. Wenn die Menschen nicht bereit sind, Gottes Gebote mit Füßen zu treten, dann zeigt sich die wahre Gesinnung des Drachen. Sie werden ins Gefängnis gebracht, vor Ratsversammlungen geschleppt und zu Geldstrafen verurteilt. Es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Es wird ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Dadurch maßt sich Satan die Hoheitsrechte Jahwes an. Der Mensch der Sünde sitzt auf dem Thron Gottes, gibt sich als Gott aus und handelt, als wäre er höher als Gott. Ein scharfer Gegensatz besteht zwischen Menschen, die das Siegel Gottes tragen, und anderen, die das Tier und sein Bild anbeten. Die treuen Diener des Herrn werden aufs Äußerste verfolgt, und zwar von Irrlehrern, die das Wort Gottes nicht hören wollen, und die denen, die es hören wollen, Hindernisse in den Weg legen. Doch Gottes Volk braucht keine Angst zu haben. Satan kann nicht über seine Grenzen hinausgehen. Der Herr wird sein Volk verteidigen. Er betrachtet jedes Unrecht, das man seinen Dienern und der Wahrheit willen zufügt, als gegen sich selbst gerichtet. Wenn die letzte Entscheidung gefallen ist, wenn alle Stellung bezogen haben, entweder für Christus und die Gebote oder für den großen Abtrünnigen, dann wird sich Gott in seiner Macht erheben. Und den Gotteslästerern wird für immer der Mund gestopft. Jede gegnerische Macht wird dann ihre Strafe erhalten.